Sex hat zurzeit wirklich keine Priorität für mich. Willst du nicht herkommen und dich hinlegen? Guten Abend. Guten Abend. Ich bin Smart und Sexy 75. 666, das widert mich an. Ich möchte verstehen, wann mein Leben angefangen hat, so den Bach runterzugehen. Was sehen Sie? Nicht sehr viel. Was heißt nicht sehr viel? Diese Frau ist vollkommen verrückt. Ich muss mich trennen. Ich bin total fertig. Monsieur Mallet? Das Guten ist der frühere Klient, den ich verteidigt habe. Ach ja? Weswegen warst du angeklagt? Drogen. Gibt es nichts Gutes in den Karten? Nicht mal eine kleine Aufheiterung irgendwo? Sie sagt, du hättest dir ein Dessertmesser geschnappt und es ihr in dem Moment in den Bauch gestoßen. Aber nein, das hat sie selbst getan, als ich in den Festsaal zurückgekommen bin. Sie ist verrückt! Sie sagt, sie hätten ihr gewaltsam das Höschen heruntergerissen. Nein, selbst wenn, war es unmöglich, weil sie überhaupt kein Höschen anhatte. Was machst du hier? Ich habe am Schuleingang gedealt. Nur ein Scherz. Eigentlich bin ich eher auf der Suche nach einem Babysitter. Ich könnte dein Au-pair sein. Du hast keine Wohnung. Gehst du heute Abend aus? Nein, ich treffe mich mit jemandem in meinem Schlafzimmer. Ah. Ja gut, aber ich urteile nicht. Salut. Was machst du hier, David? Ich war in der Gegend. Ich darf schließlich meine Töchter sehen. Kennst du den Blog deines Ex? Was fällt dir ein, Dinge zu enthüllen über meine Klienten? Ich bin im sexuellen Nichts und werde als die Hure der Anwaltschaft bezeichnet. Ist doch ironisch. Könnte ein Zeuge sie bemerkt haben? Nein, kein menschlicher Zeuge, aber Jacques. Ihr Hund. Ich habe den Eindruck, dass du völlig am Boden bist. Und ich habe herausgekriegt, dass es am Boden keinen Boden gibt. Ich werde dich deine Arroganz einer kleinen Straßenhure schlucken lassen, dreckige Scheißsoziopathin, die Wirklichkeit wird dir um die Ohren fliegen. Ich habe leider keine Zeit mehr für diese Poesiesammlung. Ich kann euch nicht mehr folgen in eurem perversen Spiel, ich bin erschöpft. Hol ganz ruhig los. Störe ich vielleicht? Hä? Ich bin da mal weg. Nein, nein, es ist nicht so, wie du denkst, ich passe auf die Kinder auf. Ist der völlig bescheuert oder was? Mike is a good kid, man, he doesn't want anything hid. He's forever demanding to know who and why and what. Findest du nicht, dass die Chemie zwischen uns ganz gut passt? Ich habe wirklich Angst vor dir. Du bist so überdramatisch.